Willkommen zu einem erneuten Vlog auf diesem wunderbaren Kanal. Wie ihr bereits im Titel unschwer erkennen könnt, geht es für uns heute nach Istanbul für 5 Tage. Und wir vloggen das. Und Freunde, hier die Statistik. Ihr seht, voll viele schauen unsere Videos, abonnieren noch nicht. Deswegen ganz schnell das Video abonnieren, liken. Einfach gerade ganze Flughafen, Durchsage, Familie, das und das, also unser Nachname. Kommt bitte zum Gate-Ausgang. Wir wurden aufgerufen. Darf ich einmal die Wortkarten von Ihnen haben? Ja, ich zieh klar doch, gerne. Alter, okay. Dankeschön. Tschüss. Das Ding ist, bei meinem Glück, ich denke immer, es ist was passiert und wir müssen nach Hause fahren, weil... Guck mal, die ganzen Leute stehen da an und wir dürfen vor. Yeah, Behinderten-VIP-Vorteil. Für uns geht es jetzt in den Flieger rein. Evet. Selam aleyküm, şuraya bir çekebilir miyim? Çekim yapmak yasak mı? Yasak mıydı? He. Oo. Şurası? Kapatmanız He, kapa. Ta- Kaptana selam söyleyelim. Tamam. Tamam. Kapatıyorum hemen. Ne oluyor oğlum? Nasıl git yap. Tamam, geliyoruz. Çekim yapmak yasak. He, yasaktı değil mi? Çekim yasakmış ya. Valla şu koltukları çekiyorduk ya. İşte prosedür, izin alırsan... Halt die Fresse, Alter. So Freunde, wir sind jetzt im Flieger. Das Ding ist, wir dürfen nicht filmen, sagt er. Wir müssen Drehgenehmigung holen, nicht so, weil von wem genehmigen? Seht ihr diese türkische Airlines? Diese türkische Airlines auf euer Kopf. Ist nicht mal. Ist nicht mal Touch, Alter. Ne, check hier, ne? Meine Eltern. Turkish Airlines flight number 1, take off. Bruder, ich hab gepennt. So Freunde, das ist mein Essen, Nudeln, sieht deftig aus, dann habe ich noch ein Brötchen bekommen. Hayatlar, an ey, Pegasus, ne? Iron. Ich will keine Namen nennen, aber Pegasus, Corendon, Sun Express. Sun Express, so. Ja, Dog. Schmeckt? Ja, ja, das schmeckt auch gut. Türkische Airlines ist immer gut, ja. Na, bist du. Der Flug ist langweilig. Aber ich muss sagen, entertainment-technisch, ne, Türkische Airlines best. Freunde, wir holen uns ein Auto ab. Ja. Nein, aber diesmal ist das nicht geschäftlich. AMG! Ahmed hat ein AMG gemietet in Istanbul. Guck mal, die Typen hinten rechts, ne? Ich hab mal Türkische Airlines the best. Ich hatte 4-mal schon Augenkontakt mit denen. Wobei, 5-mal, ich stehe auf. Ja. Bruder, dein Handy ist heute 5-mal runtergefallen. Ah. Er ist einfach zu klein, um dran zu kommen. Fett. Junge, du belästigst gerade andere. Alla, wie dumm. Alle leise, der lacht. Alla, da. Warum sind alle so abgefuckt, Alter? Alle. Umfrage machen, hallo. Servicequalität. How you ever? How you ever? How you? Türkisch Airlines best? No. How you? Weiter. Die wissen, welche sitzt das. Na, dann kommen die da und fragen dich, was hat dir nicht gefallen? Please indicate you your Miles and Smiles member. Jo. I'm not a member. Freunde, wir sind endlich gelandet. Ich bin kaputt. Wallah, ich bin kaputt. Und die Reise beginnt erst jetzt. Und ich bin kaputt. Wallah. Wir sind so lange gelaufen. Ihr habt keine Ahnung. Ich bin so verschwitzt. Jacke ausgezogen. Keine Ahnung, wie viel Grad wir haben, Alter. Bester Mann. Nein, nein.
Freunde, wir müssen jetzt unser Auto hier finden. Also, wir gehen jetzt runter zum Mietwagen, holen unser Auto ab und dann weiß ich nicht. So smash, ne? Freunde, natürlich läuft es nicht nach Plan. Wir bekommen unser Auto einfach nicht. Die wollen uns einfach unser Auto nicht geben, weil wir klein sind oder sonst was. Die meinten, ja, könnt ihr das überhaupt fahren? Gib mal Führerschein, bla bla bla. Die Dokumente liegen vor. Ja, die telefonieren gerade rum. Aber wir werden dieses Auto bekommen. Frag mich. Ah, das ja, das ja. Frag mich. Nee. Wir sind richtig im Arschloch. Aua! Wir haben ein Auto gemietet. Wir haben das Auto nicht bekommen, weil wir zu klein sind. Wir mussten woanders mieten. Da haben wir auch 3 Stunden gebraucht. Wir sind im Arsch. Bruder, gib dir das Auto mal an. Päh, Bruder. Lass mal was essen. Aua. So, Freunde, wir holen jetzt sowas. Ne? Bester Manuel, auf deinen Neck. Ich hol mal jetzt 20 Euro raus. Wie süß. Ich habe so vieles in meinen Taschen, das regt mich gerade so auf. Was der Plan? Weiß ich gar nicht, was der Plan ist. Ich will erstmal diese scheiß Jacke ausziehen und immer diese scheiß Kleingeld, Rückgeld. Dieses 1 Euro. Der Wagen ist voll. Jetzt werden wir erstmal kurz tanken. Nein, aber dann die Schirme gehen. Riecht aber lecker, ja. Mhm. Ist es lecker? Das ist türkische Salamansa. Müssen wir das Spiel geben. Der Urlaub ist gerade mal eine 0 von 10. Aua! So, meine lieben Freunde, es ist viel passiert. Wir haben getankt, ihr wisst, wir haben eingecheckt und wir rennen jetzt zum Flughafen. Leute, gebt euch das mal. Aber ey, ich muss mal jetzt kurz was ansprechen. Habt ihr schon auf Pause gedrückt und das Video geliked? Habt ihr? Mhm. Und lass mal einen saftigen Kombi da, Digga. Egal! Es wird wild. Lol, ich freue mich auf Murat. Wallah. Der jetzt zwar, guck mal, Murat ist einfach spontan dazu gekommen. Bester Mann. Also das ist jetzt ein Tunnel, was unter dem Meer auf die andere Seite geht. Guck mal. Guck, jetzt sind wir genau im Meer. Ey, wir haben einen Insider. Was? The best. Oh mein Gott. Also, in die Kommentare jetzt. Punkt, 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 the best. Einfach XS bloß, the best. Digga, ich will die Kommentare voll sehen mit the best. Türkei, the best! The best! So, wir gucken mal jetzt, wo Murat ist, ne? Aha, ne? Ist er schon gelandet? Nein, warte, ich guck. Wo ist der? Da. Der landet in 7 Minuten. Und wir haben noch... 1,2 Kilometer rechts halten. Freunde, wir sind jetzt hier am Flughafen, warten auf den Murat. Der ist jetzt gelandet. Und wenn er draußen ist, gehen wir ihn abholen. Urlaub, aktuell eine 1 von 10. Steufen! Salam alaikum. Alaikum salam. Wie geht's? Geht's. Alhamdulillah. Was geht denn da? Allerbester Mann. Ja, der Flug, der war so scheiße. Damn, thank you. Freunde, Murat ist back in the building. Wir sind jetzt vereint. Und ja, ich hab schon so Hunger. Wallah. Wir haben auch Hunger, wir haben extra nichts gegessen. Aber du warst. Ey! Guck doch mal! Einfach. Eishabla. Ja, stark! Was geht denn da, Kanal? 16, 17 Uhr? Familientreffen in Istanbul ganz spontan. Was geht denn? Stark! Einfach Familientreffen. Ich hab dich tam o şeyden tuvaletin orada duruyorduk, seni geçiyorken gördüm. O pas kontrolde yan yanaydık. Ya dur dur, ich war çaprazın tavış. Stark, ne? Hongalaş bir. Valla, einfach. Lass mal einfach rennen. Einfach Familientreffen. In Istanbul. Yani, wir sehen uns nie in Essen, aber in Istanbul sehen wir uns. Sag mir nicht dieser Italien. Doch, doch. Sag Wallah. Das ist unser AMG. Sag Wallah. Ja, ja. Selamun aleyküm. Aleyhin aleyküm selam.
Ah, Istanbul. Istanbul, Osmanlı. Leute, eine Stadt, zwei Kontinente, wow. Man, am Ende ist auch noch eine Brücke. Deine Sanke hat noch nie eine Brücke gesehen. Digga, die wollen mich einfach nicht haben. Egal. Allah, du bist so unnötig, ne? Egal. Einfach Brücke, na. Freunde, wir gehen jetzt was essen. Und ja. Freunde, ich weiß nicht, ob man mich hört, aber wir sind jetzt in ein Café gekommen. Wir werden hier was sneaken und satt machen. Und irgendwie hat jeder zweite gefühlt hier Geburtstag, Digga. Alle zwei Minuten Happy Birthday. Saftig, saftig. Wer hat Nudeln? Allah. Freunde, wir haben uns so voll gefressen, ne? Alhamdulillah. Leute, wir haben jetzt fertig gegessen, haben auch gechillt eine Weile, wir waren jetzt schon echt lange hier. Wir gehen jetzt zurück zum Hotel. Keine Ahnung. Anik im Mekka Salami. Murat, mach mir mal ein Bild. Ich mach dir kein Bild, bitte. Mach Screenshot von YouTube-Video. Nein, nein, nein. Mach mir mal ein Bild, wie ich alleine auf Bank. Hör auf! Hör auf, ich hab Angst vor sowas. Lass was denn? Schluss mal ab, sagst du mal, was denn hier? Wie Angst! Wie Angst! Freunde, wir sind jetzt im Zimmer angekommen. Wir sind fix und fertig. Heute war der erste Tag, ne? Auf jeden Fall sind der Kehrmet und ich 5 Tage hier, Murat ist 3 Tage hier und jeden Tag versuchen wir einen Vlog hochzuladen. Wir filmen alles und ja, dieser Tag ist jetzt zu Ende. Wir hoffen, euch hat dieser Vlog gefallen. Lasst ein Like da, abonniert gerne und verpasst nicht die anderen Vlogs, Freunde. Es wird lustig, ihr wisst, was zu tun ist. Istanbul the best! Einfach Punkt, the best in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen, übermorgen wieder auf YouTube. Ich bin müde.